Selten hat die Angst vor dem Winter die Politik des Sommers so sehr bestimmt wie in diesem Jahr. Wie Deutschland durch die kalte Jahreszeit kommt, darum geht es nicht nur beim Gas, darum geht es auch bei der Pandemie. Eine vierte Impfung, auch für Jüngere, für Menschen unter 60, das ist ein Lösungsvorschlag des Gesundheitsministers, um zumindest die aktuelle Welle noch vor dem Herbst zu brechen. Das kann sehr sinnvoll sein, weil dann ist das Risiko, sich zu infizieren, zunächst einmal reduziert. Und wenn man sich infiziert, ist das Long-Covid-Risiko wahrscheinlich auch niedriger. Lauterbachs Vorschlag ist nicht neu. Doch die Frage nach der vierten Impfung erhält gerade neue Dringlichkeit. Die Sommerwelle dieses Jahres ist ohne Beispiel, die Inzidenzen hoch, die Dunkelziffer wohl ebenso. Das nährt die Sorge vor einem noch schlimmeren Herbst. Wir haben auf den Intensivstationen Stand heute 1218 Patienten. Das sind noch mal gut 100 mehr als vor einer Woche. Auch dreimal so viel wie vor einem Jahr und fünfmal so viel wie vor zwei Jahren im Sommer. Also eine angespannte Situation. Drei Viertel der aktuellen Corona-Intensivpatienten sind über 60. Auch deshalb ist die Impfung für Jüngere umstritten. Die eigentlich zuständige Ständige Impfkommission widerspricht dem Gesundheitsminister deutlich. Es gebe keine Daten, die Lauterbachs Ratschlag rechtfertigten, sagte STIKO-Chef Thomas Mertens. Ich halte es für schlecht, medizinische Empfehlungen unter dem Motto »Viel hilft viel« auszusprechen. Seine Kommission empfiehlt nur über 70-Jährige und Risikogruppen das vierte Mal zu impfen und bleibt dabei. Doch Lauterbach will von einem Konflikt nichts wissen. STIKO-Chef Mertens hat darauf hingewiesen, dass es bei den unter 60-Jährigen keine Studien gibt, die da zum Beispiel eine bessere Sterblichkeit zeigen würden. Das bestreitet niemand. Das ist ja so. Aber es hat sich für alle Altersgruppen, auch bei den unter 60-Jährigen, gezeigt. Ist man zum vierten Mal geimpft, dann infiziert man sich nicht so schnell. Das Timing des Gesundheitsministers verwundert, zumindest auf den ersten Blick. Denn eigentlich verspricht sein Ministerium für September neue, an Virusvarianten angepasste Impfstoffe. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dieser Zeitplan wackelt. Das Problem mit den angepassten Impfstoffen ist, dass wir zum einen noch nicht genau wissen, wann sie kommen. Zum zweiten sind sie auf die ursprüngliche Omikron-Variante angepasst. Das heißt auf BA1 und nicht auf BA5, was ja jetzt inzwischen zirkuliert. Die Angst vor dem Winter, sie produziert im Moment mehr Fragen als Antworten. Ja, also was passiert denn da hier wieder? Die Bevölkerung wird verunsichert und wir spüren das in unseren Praxen. Ich muss jetzt sagen, Herr Lauterbach hat recht. Die Sterblichkeit der unter 60-Jährigen hat sich nicht verändert. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass viele, viele Menschen sich derzeit infiziert haben. PCR-Test, keiner will was davon wissen. Schnelltest ist mir zu teuer. Ich weiß ganz genau, dass ich Corona habe. Ich rieche nämlich nichts mehr und die ganzen Symptome. Dann bleiben die Leute zu Hause, dann gehen sie wieder arbeiten. Ist leider Realität. Und das ist nicht gut. Hohe Dunkelziffer. Wir wissen eins. Wenn wir geimpft sind, dann ist die Ansteckungsgefahr geringer. Der Verlauf der Krankheit ist milder. Ja, man kann das meistens zu Hause auskurieren. Das erleben wir ja auch als Hausärzte, dass viele zu Hause sind und kurieren ihre Covid-19-Erkrankung aus. Und auch die Gefahr, Long-Covid zu bekommen, ist auch geringer. So, deswegen bin ich unbedingt dafür, auf jeden Fall die auch über 60-Jährigen, also 60 bis 70, die STIKO, naja, auch eigenartiges Verhalten, empfiehlt ja nur über 70-Jährige, obwohl es auch schon die Europäische Kommission, oder ich glaube ja, sagt nein, auch die 60 bis, in der Sparte 60 bis 70-Jährige sollten sich impfen lassen. Also das trägt alles zu einer unheimlichen Verwirrung bei. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn jemand 60 oder unter 60 ist mit schweren Grunderkrankungen, dann sollte er sich impfen lassen. Am besten, Sie sprechen mit Ihrer Hausärztin, mit Ihrem Hausarzt. Die können das am besten beurteilen. Das sollte auch endlich mal die Politik kapieren. So, und die angepasste Impfung, das kam ja in dem Beitrag auch gut rüber. Die angepasste, man kann nur anpassen an BA1 Omikron. Wir haben jetzt aber BA5, an die kann man noch gar nicht anpassen. Und eins sage ich Ihnen,
lassen Sie jetzt mal den Juli rumgehen, den August rumgehen, dann kommen wir in den September, Oktober, dann geht die Zahl sprungartig wieder hoch. Man kriegt es ja trotzdem mit, auch wenn die Leute sich nicht testen, dass da was nicht stimmt. Die melden sich ja auch krank und mit der Argumentation melden sich auch krank, ich habe Corona. Dann ist der Run wieder groß auf die Impfung. Dann wird es wieder knapp, wage ich mal zu prognostizieren. Im Moment läuft das eigentlich ganz ruhig. Wer geimpft werden will, kann geimpft werden, ist genug Impfstoff da. Also mein Tipp, besprechen Sie das. Die Vorteile habe ich Ihnen genannt. Impfen ist immer noch das Beste, was wir im Moment haben. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.